weitere musikalische Folge der Darbietung unserer Spielleute wird nun die Post im Walde erklingen. Die Heinrich-Schäffner-Melodie, die erste Trompete wird Bernhard Busiker blasen, die Echo-Trompete Hans Hüfter, beide vom Hans-Otto-Theater in Potsdam. Längen des Radetzky-Marschs erfolgt der Ausmarsch der Spielleute der 3350 und das Gestalterkollektiv unter Rolf Lorenz hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Die Agitatoren unseres sozialistischen Sports haben ja wahrhaft ein gutes Konzert gegeben. Vielseitig in der Auswahl ihrer musikalischen Themen, aber auch exakt und bestechend in ihren Formationswechseln. Das war wahrhaft
prima, prima. Das ist ein 10-jähriger Stabführer. Das ist der kleine Dirk Nitze von Chemie Rottleben, der die Traditionspflege auch in diesem Übungsverband deutlich machen soll. Er hat noch ein bisschen gewartet. Das haben sich die Spielleute als kleine Überraschung aufgehoben. Und dann der Sprint.